Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion am heutigen Freitag mit diesen Themen. Anna Fenninger ist seit gestern Doppelweltmeisterin. Die Österreicherin gewann nach Gold im Super-G auch den Riesentorlauf. Sie setzte sich vor der deutschen Viktoria Rebensburg und der Schwedin Jessica Lindell-Vikarby durch. Manuela Mölk aus St. Vigil in Enneberg belegte den 20. Platz. Heute Abend gibt Florian Eisert sein WM-Debüt. Er geht im Riesentorlauf ins Rennen und startet mit der Nummer 21. In der Eishockey-Serie A steht seit gestern Abend fest, wer im Pre-Playoff gegeneinander antritt. Gröden trifft in der Best-of-Three-Serie auf Fassa, Sterzing bekommt es mit Neumark zu tun und Eppan steht Cortina gegenüber. Die Sieger qualifizieren sich für das Playoff, welches in einer Woche beginnen wird. Daumen drücken heißt es an diesem Wochenende für jene 10 Südtiroler Kunstbahnrodler, die bei der WM im Sigulda im Einsatz sind. Zu den heißesten Eisen, die um Medaillen kämpfen könnten, zählen mit Sicherheit Dominik Fischnaller im Einsitzer bzw. Christian Oberstolz und Patrick Gruber im Doppelsitzer. Fußball wird an diesem Wochenende auch wieder gespielt. Der FC Südtirol möchte seinen Höhenflug nach dem 3:1 Heimsieg gegen Cremonese morgen im Rahmen der 25. Runde bei Pro Patria fortsetzen. In der Oberliga wird am Sonntag der dritte Rückrundenspieltag ausgetragen. Hier gibt es gleich 3 Südtiroler Derbys, nämlich zwischen dem Bozener FC und Aarental, Eppan und Virtus Don Bosco. Und bereits morgen Nachmittag stehen sich Tramin und St. Martin in Passaio gegenüber. Sie sind eine gute Mannschaft, machen so ihre brutal gut, offensiv sind sie stark, aber ich denke, wir brauchen zu vernehmen, zu verstecken und ich glaube, da ist auch etwas drin unten. Das waren die Meldungen des Tages aus der Sportnews-Redaktion. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie es gut, bis Montag.